Hello again, heute zu einem kurzen Kapitel Demons und Prozesse. Was sind Demons und was sind Prozesse? Demons sind Prozesse, die im Hintergrund ablaufen und nicht interaktiv sind. Sowas wie der SSH-Demon, die werden beim Booten im Hintergrund gestartet und müssten, wenn dann manuell beendet werden oder eben beim Herunterfahren, werden die beendet. Prozesse dagegen sind, ich sage einfach mal, Tasks, die Signale von anderen Prozessen empfangen und daraufhin bestimmte Dinge ausführen. Beschäftigen wir uns jetzt erstmal mit den Prozessen. Dafür brauche ich jetzt einfach mal irgendwas, was im Hintergrund läuft, und mache dafür einfach mal Firefox auf und natürlich wieder unsere Shell. Das ist die Top-Ausgabe. Wir sehen jetzt hier Prozesse mit der ID und anderen Informationen wie zu dem User, der sie gehören, zu der Priorität. Dabei sind übrigens minus 20 die wichtigsten Prozesse. Dann haben wir auch sowas wie die Auslastung vom CPU des Prozesses und so weiter. Wenn wir jetzt einen Prozess killen wollen, dann geben wir in dieser Arbeit, da geben wir dann K und danach folgt die entsprechende Prozess-ID, die wir dann abschießen wollen. In dem Fall wäre jetzt hier das 3001, und zwar Firefox. Und dann gibt es natürlich unterschiedliche Signale für das Killen. 9 wäre das Kill-Signal, das wäre SIG-Kill. Und 15 wäre SIG-Term, beziehungsweise würde das einfach das Programm terminaten, also beenden. Term ist im Normalfall das sicherste. SIG-Kill ist dabei dann das unsicherste, in Anführungsstrichen, weil das Programm zum Beenden gezwungen wird und eben nicht gespeichert wird oder so. An dieser Stelle war das jetzt nicht so schlimm, aber normalerweise benutzt man eher 15, also SIG-Term. Das ist wie ein reguläres Beenden von dem Programm. Sowas können wir noch machen. Mit PS können wir Prozesse anzeigen lassen. Da können wir auch wieder verschiedene Optionen auswählen, zum Beispiel AUX. Das bedeutet, es sind mehr als nur die vom eigenen. Wenn ich jetzt nur alle sehen möchte, dann wäre jetzt PSA der Befehl. Oder wenn ich nur vom aktuellen User die sehen möchte, PSU. Dann können wir natürlich auch selber Prozesse starten. Zum Beispiel hier einen einfachen Sleep-Prozess mit 100 Sekunden. Und wenn wir ein Ampersand hinten anfügen, dann wird der Prozess im Hintergrund gestartet. Wenn wir dann wieder den PS-Befehl aufrufen, sehen wir, hier ist unser Sleep-Befehl dabei, da sehen wir dann auch die Prozess-ID für Aktionen, die wir mit dem Prozess dann eben machen. FG, also Foreground, dann Prozent und der Prozessnummer, den Prozess in den Vordergrund eben wiederholen. Und mit Steuerung Z würden wir den Prozess dann zum Beispiel wieder stoppen, dass wir auch wieder was eingeben können auf der Konsole, und mit Background können wir genauso Prozesse eben wieder in den Hintergrund schieben. Wir können Prozesse auch überwachen, sage ich mal. Schauen die Manpage zu System Control an. Mit System Control können wir Befehle an den System Daemon senden, der dann zum Beispiel bestimmte Units steuert oder Statusabfragen macht. Da haben wir dann eben verschiedene Optionen und wir schauen uns das jetzt konkreter einfach mal an. Wir sagen zum Beispiel erstmal System Control Status und dann geben wir den Daemon ein, zum Beispiel SSH. Da sehen wir dann, er ist geladen, aktiv, und wir sehen eine Prozess-ID und so weiter. Wir können aber auch allgemein fragen, ob der Daemon enabled ist oder ob er aktiv ist. Was bedeutet es, wenn er enabled ist? Alle Daemons, die enabled sind, werden automatisch beim Booten gestartet. Alle Daemons, die disabled sind, werden das eben nicht. Bedeutet, wenn ich einen Daemon habe, der beim Booten geladen werden soll oder gestartet werden soll, dann muss ich den enablen. Das geht dann eben mit den Schlüsselwörtern System Control, Enable oder Disable und dann eben den Daemon-Namen. Dann kann ich noch überprüfen, ob der Daemon aktiv ist. Ich kann ihn reloaden, restarten, stoppen. Die entsprechenden Schlüsselwörter sind meistens auch selbsterklärend. Damit kann ich eben ein bisschen troubleshooten, wenn bestimmte Sachen nicht funktionieren, kann ich überprüfen, woran liegt es? Liegt es an einem bestimmten Daemon? Ist irgendwas nicht enabled? Oder wenn ich zum Beispiel bestimmte Befehle ausführe, muss ich Daemons oder Prozesse neu starten, damit die eben neu geladen werden und die neuen Informationen aufnehmen, damit ich dann regulär weiterarbeiten kann. Ein Beispiel dafür ist der Logger. Der wird auch in einem anderen Video nochmal genauer erläutert. Das war's soweit dazu und wir sehen uns beim nächsten Mal.